Vom wohl meistgehyptesten Spiel der letzten Jahre zum Flop des Jahres? Wir wissen alle, worum es geht, nämlich natürlich um Cyberpunk 2077. Wieso der Shitstorm teilweise berechtigt ist, aber auch unberechtigt ist, erfahrt ihr jetzt bei eurem Swishy. Lasst an der Stelle ein Abo da, um keine Gaming-News, Tests zu aktuellen Spielen und vieles weiteres mehr zu verpassen. Weiterhin freue ich mich über deinen Daumen nach oben auf dem Video. Vorerst, warum wird Cyberpunk 2077 überhaupt so negativ aktuell von der Community aufgenommen? Es war von vornherein klar, dass die Erwartungen an das Spiel als bestes Spiel aller Zeiten schwierig zu erfüllen sein werden. Viele haben ein GTA in Zukunftsgewand erwartet, andere ein knallhartes Rollenspiel. Wie bereits in meinem Test gesagt, Cyberpunk 2077 ist ein sehr gutes Spiel. Ohne nun zu weit wieder auf den Test einzugehen, den könnt ihr euch natürlich noch nachträglich angucken, aber es ist wirklich nicht das beste Spiel aller Zeiten. Keinesfalls. Die Story ist allerdings sehr außergewöhnlich und mit Sicherheit eine der besten Geschichten, die wir je in einem Videospiel erleben durften. Rein vom Gameplay, sprich Fahrzeugsteuerung und Gunplay, aber absolut mittelmäßig. Aber auch das Craft-System ist wirklich nicht das Beste. Das, was von Cyberpunk 2077 aber am Ende des Tages den Shitstorm einbringt, ist die absolut katastrophale Performance auf PS4 und Xbox One. Die ist wirklich ein Witz. Ich möchte anmerken, dass Cyberpunk 2077 für PC, Google Stadia, PS4 und Xbox One erschienen ist. Und gerade für Konsolenspieler, die dann doch vermutlich sogar den größeren Teil der Käuferschaft ausmachen, ist das Spiel eine Frechheit. Es ist wirklich eine absolut miserable Performance. Teilweise heftige Ruckelpartys, die gerade mal mit 10 FPS laufen. Das Spiel friert gern auch mal ein und es gibt natürlich allerhand nachladende Texturen von Städten, die teils aussehen wie Spiele aus den Anfängen des 21. Jahrhunderts. Auf dem PC habt ihr die Probleme natürlich nicht, solange ihr ein ganz gutes System habt. Besonders enttäuschend und für mich vor allen Dingen sehr unverständlich ist, dass das Spiel bereits im November bereits genau aus diesen Gründen verschoben wurde, aufgrund von Performance-Problemen. Da stellt sich dann für mich eher die Frage, ob man das Ganze einfach absichtlich macht und das Spiel, man wusste ja davon, dass das Spiel schier scheinbar unmöglich spielbar ist auf den alten Konsolen und ein Release eigentlich nicht in Frage steht. An sich ist Cyberpunk 2077, und ich muss es immer wieder betonen, ein hervorragendes Storyspiel, allerdings mit mittelmäßigem Gameplay. Ist Cyberpunk 2077 ein Flop? Nein. Allerdings auch bei weitem nicht das Ausnahmespiel aller Zeiten. Wovon ich allerdings nur ganz klar abraten kann, ist diesen Portierungsmüll auf Xbox One und PlayStation 4 zu kaufen. Wartet lieber, bis ihr eine Next-Gen-Konsole habt und kauft euch das Spiel dann, sprich auf PS5 oder Xbox Series X oder am besten sogar noch die PC-Version. Falls ihr die Möglichkeit nicht habt, lasst lieber komplett davon die Finger. Was sagst du dazu? Besitzt du vielleicht sogar die freche Kopie von Cyberpunk für PS4 und Xbox One und findest du es auch unspielbar? Schreib es ihm in die Kommentare, die ich natürlich alle beantworten werde. Viel Spaß beim Zocken, wünscht dir dein Swishy.